Wir wollen heute ein bisschen schauen, und zwar ein bisschen zurückschauen. Wir haben ja im vergangenen Jahr das 40-jährige CSD-Jubiläum in Hamburg gehabt und nicht so richtig feiern können. Und dieses Jahr holen wir das ein bisschen nach mit 40 plus 1 und blicken zurück auf den CSD in seinen Ursprüngen. Das wollen wir heute auch ein bisschen tun. Wir wollen ein bisschen schauen, was eigentlich Menschen dazu bringt, sich zu engagieren, was sie bewegt hat und was sie heute noch bewegt. Und wir wollen auch fragen, welche Themen wir immer noch haben, welche wir vielleicht schon ewig mit uns rumschleppen und wo die Reise noch so ein bisschen hingehen kann. Und wir haben uns ein paar Gäste dazu eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie heute da sind. Die Frau mit der weitesten Anreise aus Kassel, die sitzt hier ganz links, ist Vera King. Daneben sitzt Carola Epphardt, ganz außen sitzt Wolfgang Krömer und hier neben mir Savio David Birczak. Wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, wie sich Aktivismus über Jahrzehnte verändert hat und uns fragen, warum werden eigentlich Menschen aktiv in der Community, für die Community, welche Erfahrungen machen sie dabei und ja, wofür wir eigentlich heute noch kämpfen oder kämpfen müssen. Und beginnen möchte ich mit Wolfgang Krömer, der dort von mir aus gesehen ganz rechts sitzt. Und Wolfgang ist einer der Menschen, die 1980 bei der ersten Stonewall-Demo in Hamburg mit dabei waren. Und Wolfgangs Name stand damals auch auf der Anmeldung bei der Polizei, aber das war eher ein Zufall. Und darüber können wir vielleicht später auch noch sprechen. Und in der Vorbereitung hat er mir aber geschrieben, ich habe tatsächlich ein viel besseres Verdienst als das. Wolfgang war nämlich 1978 der erste Schwule in der Bundesrepublik, der erste offenschwule Kandidat, der von einer Partei zu einer Wahl aufgestellt wurde. Es war die Hamburger Bürgerschaftswahl 1978 und er hat kandidiert für die bunte Liste Wehrt euch. Was das war, das werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen näher erfahren. Und es gab eine bunte Liste Zeitung damals, aus der möchte ich kurz etwas zitieren, um das so ein bisschen einzuordnen, was das damals eigentlich hieß. Darin heißt es: Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus und in der Geschichte der deutschen Schwulenbewegung kandidiert ein Schwuler offen bei einer Wahl. Wolfgang K. Punkt, 25 Jahre, Korrektor bei einer Tageszeitung und Mitglied der IG Druck und Papier, wurde am 18.03.78 von den rund 500 Delegierten für die bunte Liste Wehrt euch, Initiative für Demokratie und Umweltschutz, ohne Gegenstimme und Enthaltungen als Kandidat der homosexuellen Aktion Hamburg, Wehrt euch Gruppe, zu den Wahlen für die Hamburger Bürgerschaft am 4.06.78 nominiert. In der Plattform der bunten Liste Wehrt euch wurde die Unterdrückung und Diskriminierung der Schwulen als eigenständiger Punkt ohne Änderungsanträge aufgenommen. So klang das damals. Und Wolfgang, was war die bunte Liste und was hat dich dahin getrieben? Ja, wir kennen heute alle die Grünen und in Hamburg hieß sie auch eine Zeit lang GAL, Grün Alternative Liste. Und der Vorgänger von diesen beiden Organisationen hier in Hamburg ist die bunte Liste. Und es war halt die Hochzeit der verschiedenen Bewegungen wie Anti-Atomkraft-Bewegung, eben Lesben- und Schwulenbewegung, Frauenbewegung, Öko-Bewegungen jeglicher Art. Und das heißt also, diese Partei war sozusagen, hatte einen doppelten Charakter. Einerseits tatsächlich eine Partei mit formal, was eine Partei haben muss, aber andererseits eben eigentlich ein Bündnis von Aktionsgruppen. Und da haben wir dann einfach mitgemacht und man brauchte einen Kandidat und dann wurde so umgeguckt. Du hast gerade gesagt, da haben wir mitgemacht. Wer ist das Wir an der Stelle? Was? Du hast gerade gesagt, da haben wir mitgemacht. Wer ist das Wir an der Stelle? Wir sind die homosexuelle Aktion Hamburg. Ne? Mhm. Das war eine Gruppe letztendlich über dem Tuk-Tuk in der Oelkersallee, wer sich daran noch erinnert. Im Winter musste man Briketts mitbringen und
Das Tuk-Tuk war ein Café. Genau, und unten war ein Café und die Leute, die dieses Tuk-Tuk gemacht haben, die haben später das Café Gnosa eröffnet. Das heißt also, wir sind da wirklich in einer quirligen Zeit des Aufbruchs und andererseits sind wir in bescheidenen Verhältnissen. Heute würde man einfach tolle Räume von einer der Mutterpartei haben, wo man sich treffen kann oder so etwas. Und, aber wir hatten viele Ideen und das hat uns stark gemacht. Was für Ideen hattet ihr? Was waren eure politischen Ziele damals? Was war die Idee? Ja. Genau, ich habe sie die 10 Punkte hier und verrate euch, ob das, oder ihr könnt euch überlegen, ob das erreicht wurde. Gleichstellung der Schwulen mit den Heterosexuellen, und da würde ich sagen, rechtlich hat das geklappt bis aufs Blutspenden und das Stigma ist geblieben. Weg mit Paragraph 175, das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Erst 1994 wurde er abgeschafft und eigentlich nur, weil es die DDR gegeben hat. Sonst wäre der Paragraph wahrscheinlich heute noch da, in irgendeiner Restform. Wiedergutmachung an Schwulen für erlittenes Unrecht in KZs, ja, hat es gegeben, aber wie kann man so ein Unrecht wiedergutmachen? Also wer das durchleben musste, wie soll der jetzt rechtlich in einen Stand versetzt werden, als wäre das nie geschehen, das geht ja gar nicht. Weg mit den Berufsverboten, dazu muss man wissen, es gab damals tatsächlich ein Gesetz oder eine Vorschrift, dass wer radikal links oder rechts war oder so etwas, der durfte nicht im öffentlichen Dienst arbeiten. Lehrer sind ja öffentlich Beschäftigte und Schwule wurden auch von diesen Berufsverboten getroffen. Und wir haben gefordert, weg damit, das gibt's jetzt nicht mehr. Wie radikal warst du? Was? Wie radikal warst du? Sehr. Okay. Wie hat also sich das geäußert? Man müsste dazu diese Hamburger Geschichte kennen. Wer stand auch hinter dieser bunten Liste? Das war der Kommunistische Bund, der KB, aus dem viele bekannte Gesichter später hervorgegangen sind, zum Beispiel Jürgen Trittin. Und da war ich auch drin. So. Und wir waren auch teilweise sehr verblendet, weil wir eine Zeit lang waren wir Maoisten, was ein großer Quatsch ist. Und sowas alles. Also wir haben gedacht, im Kapitalismus wird es niemals möglich sein, dass Schwule und Lesben in der Gesellschaft anerkannt werden könnten. Und deswegen haben wir uns auch solchen eher radikalen Gruppen angeschlossen, aber auch deswegen, weil es nirgendwo sonst Bündnispartner gab, die aus den traditionellen Parteien wollten auf jeden Fall das Thema nicht so nach vorne pushen, wie wir pushen wollten. Wie einfach war das, diese BündnispartnerInnen zu finden damals, gerade in der Linken? Das war ja nicht nur so, dass man mit offenen Armen empfangen wurde. Genau, das war ein ziemliches Problem und im Grunde sich auf die eigenen Kräfte zu verlassen, war wirklich auch der bessere Weg zu der damaligen Zeit. Wir waren dann eine eigenständige Gruppe in diesem kommunistischen Bund. Wir haben die HAH mitgegründet, dann gab es den Hamburger Lesben- und Schwulenverband, also wir konnten auf die Parteien dann zugehen und aus einer Stärkeposition heraus. Welche Rolle haben die Lesben damals gespielt? Du hast erzählt, also wir als Schwule, wir wollten das und du hast angefangen, die Punkte aufzulisten. Genau, der nächste Punkt, zum Beispiel Sexualerziehung, die Homosexualität als eine der möglichen Varianten darstellt, ist erreicht. Das ist aber alles nur formal. Bei dieser Veranstaltung Regenbogenfamilien im Breithaus hat wieder ein Schüler gesagt, es kommt darauf an, welche Schule, welcher Lehrer und wenn das nicht irgendwie da anständig eingebracht wird, dann erfährt man schlimme Sachen. So. Sexualerziehung ist also nichts geworden. Verfolgung von antischwuler Hetze
ist bis heute nicht erreicht. Wenn man jetzt diese sozialen Medien sieht, was da alles gehetzt werden kann. Schluss mit den Razzien und staatlichen Übergriffen auf unsere Treffpunkte. Ich würde sagen, ja, ist erreicht. Ja? Ich weiß es. Widerspruch angemeldet oder zumindest eine Frage. Ich kann jetzt aus meiner Zeit von damals sagen, was war das Problem mit der Polizei damals? Schwule trafen sich in Parks und auf Klappen, also öffentlichen Toiletten, um Leute kennenzulernen. Dort wurden sie dann erfasst, bekamen Hausverbot, wurden in Listen eingetragen und die Polizei hatte 1980 sogar ein Computerinformationssystem mit dem Namen POLAS, wo diese Namen eingetragen wurden. Sie hätten mindestens nach dem Erlöschen des Hausverbots gelöscht werden müssen, aber die Namen waren immer noch da. 1980 wurden wir ja von der Polizei im Schanzenpark angegriffen. Insofern, das war unser Problem mit der Polizei. Jetzt gibt es wahrscheinlich andere Probleme mit der Polizei. Auf der anderen Seite haben wir aber zwei Ansprechpersonen bei der Hamburger Polizei, mit denen wir gut zusammenarbeiten können. Vera, hast du andere Erfahrungen an der Stelle oder eine andere Meinung? Jetzt nicht als Lesbe habe ich da jetzt keine andere Erfahrung mehr, aber ich wollte einfach in der Tat schon eine kritische Frage stellen, weil so von ist nicht mehr so, weil ich schon auch von anderen Leuten sehr wohl auch andere Erfahrungen mit Polizei kenne und oder höre und meine, ne? Ich würde nicht verallgemeinern. Mhm. So, ne? Aber es gibt eben auch andere Erfahrungen. Es gibt solches und solches, und aber bei einem Organ, was dafür da ist, die Gesellschaft zu schützen, gibt es zu viele Probleme mit nicht offen gegenüber alle Lebensweisen und Menschen. So. Also wenn ich ein Problem hätte mit meinem Schwulsein und der Polizei, ich würde nicht zu irgendeinem x-beliebigen Polizeibeamten, das sind ja meistens dann Männer, hingehen, sondern ich würde immer den Weg nur über diese Ansprechperson wählen, weil ich auch aus der Erfahrung weiß, Vorsicht, wenn du zur Polizei gehst. So. Und aber wie gesagt, wir haben diese Ansprechperson. Man kann auch sie fragen, wie ist das eigentlich mit der und der Geschichte, und bekommt da eine Antwort. Okay, du hattest noch ein paar weitere Punkte auf deiner Liste? Jetzt gar nicht mehr viel. Wir wollten keine staatliche Registrierung von Schwulen, haben wir erreicht. Strafrechtliche Ahndung, psychochirurgische Eingriffe und anderer Menschenversuche. Das hat folgenden Hintergrund. Immer wieder wird versucht zu sagen, Menschen sind lesbisch oder Menschen sind schwul, weil. Und dann kommt so etwas, es im Gehirn an dieser Stelle einen bestimmten Punkt gibt, wenn man den herausbrennt, dann ist das Schwulsein weg. So, das waren die stereotaktischen Eingriffe. Später kamen dann als Begründung die Gene oder die Mutter hat Schuld oder irgend sowas, ne? Und das war also damals das, und es hat sich im Grunde ja noch hingezogen bis hin zu diesen Konversionstherapien, die man hauptsächlich an jungen Leuten dann, ich glaube, immer noch macht. Und inzwischen ist es glücklicherweise verboten, aber das wird auch immer wieder kommen. Ja. Jetzt hast du erzählt, du bist angetreten für die Bunte Liste als Kandidat. Was hat dich persönlich da angetrieben? Du hast 10 Forderungen aufgelistet, die ihr damals hattet. Aber es gibt ja oder gab ja vielleicht auch so den Moment, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt machen. Oder hat jemand einfach mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt, das ist der Wolfgang?
Genau. Also, man muss dazu wissen, ich war ja damals jung. Ne? Ich war etwas über 20 Jahre alt und war eher ein schüchterner Typ. Und wir hatten einen in unserer Gruppe, das war sozusagen unser Vorturner, Hans-Georg Stümke. Und der hat sich im Grunde alle diese Sachen ausgedacht. Das muss man einfach mal so sehen. Und dann haben wir als Gruppe halt häufig das umgesetzt, was Hans-Georg sich ausgedacht hat. Und ich würde sagen, sind wir gar nicht schlecht damit gefahren, obwohl er menschlich unheimlich schwierig sein konnte. Wie ist das aufgenommen worden? Kann man eigentlich, wir sprechen heute so selbstverständlich von Community, kann man das für die damalige Zeit, diesen Begriff eigentlich auch so anwenden, deiner Meinung nach? Und wie ist deine Kandidatur damals angekommen? Ja, auf jeden Fall hatten wir eine Community. Also da waren wir hier, diese Radikalen da von Kommunistischen Bund, die HAH, da waren ja aber auch noch andere da drin. Dann gab es die Partei Schwulen und Lesben, DELSI hieß die eine Gruppe, die so DKP-nah war. Und die Schwusos von der SPD und bei der FDP gab es, glaube ich, noch keine Gruppe. Und es gab eine Jugendgruppe, wo sogar Lesben und Schwule zusammen waren, mit dem schönen Namen Schwusel. Das Café in der Oelkersallee, das war im Grunde auch wieder eine eigene Community. Ja, also wir hatten eine sehr schöne Community. Und du als Radikaler, als jemand, der einen sehr linken Background hatte, wie ist das in der Community diskutiert worden? Ja, also ihr müsst euch die Community als zwei gespalten vorstellen. Auf der einen Seite die Bürgerlichen, die sind im Spundloch, im Kaffeespund und so weiter, in diesen plüschigen schwulen Kneipen dieser Zeit. Und wir waren die aus deren Sicht die langhaarigen Affen. Also solche Sachen wurden schon gesagt, weil wir sahen aus wie die Studentenbewegung, hat man damals noch gesagt. Wie lang waren deine Haare damals? Ja, bis hierhin und auch wie sich das gehört. Rot-blond damals sogar noch. Und, aber das war ja keine richtige Frisur. Ne? Mhm. Und so ein Bürgerlicher hätte natürlich, dieses passt einfach erstmal nicht zusammen, und das Erstaunliche ist, dass wir dann hinterher doch zusammengekommen sind und gemeinsam agiert haben. Mhm. Also insbesondere dann mit der Gründung von dem MHC sind die beiden Teile eigentlich sehr gut zusammengekommen. Okay. Die gemeinsame Arbeit verbindet ja. Und überwindet dann im Zweifel auch die ideologischen Gräbenstückchen. Das Ideologische ist ja so, in dem Moment, wo man jung ist und sagt, so ist es, dann ist man ja sowas von überzeugt davon. Und das bewirkt, dass man etwas bewegen kann. Und deswegen, auch hier wieder, der Weg ist das Ziel. Hinterher wird man erkennen, ich habe mich in vielem geirrt. Tatsächlich ist sogar der Kapitalismus mit der Liberalisierung von Lesben und Schwulen vereinbar, scheinbar. Irgendwie scheint es ja zu klappen. Aber indem wir sagten, wir stehen hier und da ist der Abgrund und wir werden so malträtiert, sind wir vorwärts gekommen. Musstest du damals mutig sein, um diese Arbeit zu machen? Also, wenn man jetzt zu dem Lager gehörte, die eher so aussahen wie die Studenten, dann waren wir sowieso alle irgendwie, wir waren vielleicht recht aufmüpfig und haben gesagt, was der Rest der Gesellschaft macht, ist uns sowieso egal. Wir machen, was wir wollen. Wir haben unglaublichen, interessanten Wohngemeinschaften gelebt. Ja, wo ich heute nicht mehr dran leben möchte. Mit 15 Leuten, mit 20 Leuten und so weiter. Also wir waren schon wirklich sehr, wir waren sehr bei der Sache und ich würde sagen, dadurch hatten wir eine Menge Power.
eine Kandidatur. Achso, die bunte Liste an sich hat 3,5% bekommen, und zwar von 0 auf 3,5%. Das ist eine starke Leistung. Und ich glaube nicht, dass ich viel dazu beigetragen habe. Das war für dich auch keine Option, eine politische Karriere anzustreben. Ja, also man hätte dann eher jemanden so wie dich gebraucht zu dem Zeitpunkt, der sagt, ach, das finde ich toll, mal so zu einer Ansammlung von Leuten zu reden, das bringt mir Spaß und so. Aber ich war nicht so der Typ damals, leider. Du bist dann 1980, da liegen dann 2 Jahre dazwischen, mit in die CSD-Vorbereitung eingebunden gewesen und hast dann aus irgendwelchem Grund, den du uns gleich verraten wirst, auch die Anmeldung, die formale Anmeldung unterschrieben. Wie war das? Und waren diese Erfahrungen, die du da vorher gemacht hast, waren die dann noch hilfreich an der Stelle? Also ich habe keine Erinnerung an irgendeine Unterschrift oder so. Ich nehme an, es war so, dass wieder gefragt wurde, ja, wir brauchen da eine Person offiziell, wer macht das? Und da habe ich mich halt wieder gemeldet oder so. So. Mehr habe ich mit dieser Anmeldung nicht zu tun. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie hat man 1980 einen CSD oder eine Demonstration? Man kann ja nicht sagen, es war der CSD, so wie wir ihn heute kennen. Wie hat man damals eine Demonstration vorbereitet? Und wie ging überhaupt politische Arbeit ohne Social Media, ohne Internet, ohne Handys und so weiter? Ja, es war ja die Hochzeit von Demonstrationen hier in Hamburg. Die gab es ja fast jede Woche. Und die NDR-Reporter berichteten aus der Telefonzelle live von der Demo sowieso, also schöne Zeit. Und das Mittel, um sich bekannt zu machen, waren Flugblätter. Und die musste man dann auch selber noch irgendwie mit Abziehmaschinen und so weiter eventuell selber auch noch herstellen. Hektografiert ist das, glaube ich. Und das roch irgendwie ziemlich stark nach Spiritus. Ja, die haben wir dann überall verteilt, immer wieder auch in den schwulen Bars und so, wo die das mit spitzen Fingern erstmal nur genommen haben. Aber das war so ein übliches Verfahren. Wir hatten den Hamburger Lesben- und Schwulenverband, also dass die da waren, waren ja auch wieder Repräsentanten für viele andere. Aber wir wussten nicht, wie viele kommen würden und haben uns wirklich gefreut, es ist nachher 1500. Die Demonstration ist, so als es anfangs schon angedeutet, dann in einem Konflikt mit der Polizei geendet. Ja, es gab den berühmten weißen VW-Bus, aus dem heraus die Polizei Fotos gemacht hat von den Teilnehmenden. Erzähl doch nochmal, wie das ankam und was das bewirkt hat am Ende. Wir haben angefangen auf dem Hansaplatz mit einer Auftaktkundgebung, sind dann losgelaufen und dann gab es eine Zwischenkundgebung auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz. Das war sehr wichtig in jener Zeit, weil nämlich alle Gruppen, die da mitmachten, wollten immer eine lange Rede halten, wo die Leute im Grunde nachher keine Lust mehr drauf hatten. Aber deswegen gab es eine Zwischenkundgebung. Und nach der Zwischenkundgebung war auf einmal mitten im Demonstrationszug ein weißer VW-Bus. So, und dann ist doch klar, dass man sich fragt, was ist denn das? Es wurde nachgefragt. Und die sagten, sie seien Beamte in Zivil. Ich glaube, das Wort Jugendschutztrupp ist auch noch gefallen. Etwas sehr Merkwürdiges, was es nur in Hamburg gegeben hat. Und dann hat das natürlich den Leuten nicht gefallen. Und da wurde der Bus schon ein bisschen geschüttelt. Und so. Und die Leute da drin kriegten natürlich auch Angst hätte, das ist ja klar. Ne? Und die hatten ja... Ja, ihr wart ja auch ein paar mehr. Ja, wir waren ein paar mehr, aber die hatten wahrscheinlich eben auch Verbindung zu ihren Kollegen außen. Und die waren insofern, haben sie gedacht, sie wären sehr schlau. Die wussten ja die Route und haben sich gedacht, wir warten, bis die zum Picknick in den Schanzenpark wollen. So, und da im Schanzenpark haben sie uns dann mit ihren Wasserwerfern und dem beigemischten Nervengas. CS-Gas hieß das damals, glaube ich, ne? Ja, CS-Gas oder so etwas hieß das. Zwei Leute mussten sogar noch ins Krankenhaus. Wie ist der Tag dann geendet? Der Tag ist geendet, dass, also,
jetzt mal Mao nochmal. Wenn der Feind angreift, ist das gut und nicht schlecht. So. Mhm. Kleine rote Boson. Der Feind hatte uns angegriffen. Und jetzt war eben die Frage, was können wir daraus machen? Wie ziehen wir daraus einen Nutzen? Und das bedeutete, wir mussten die Presse auf unsere Seite kriegen. Das ist euch gelungen? Das ist uns gelungen. Schon bevor die Presse erschien, haben wir intern gesagt, wir werden eine gute Presse morgen bekommen. Ich weiß nicht, warum die Leute das schon wussten. Ich nehme an, Hans-Georg Stümke oder so, der überall rumtelefoniert hat. Weil nämlich, wir haben ja im Grunde eine Straftat begangen, öffentliches Eigentum beschädigt, da wurden auch noch die Reifen angestochen und so weiter. Aber die Presse war auf unserer Seite. Und weil sie einen Skandal aufdecken konnte, oder was war der Hintergrund, was glaubst du? Nein, weil es, also wir haben in Hamburg sehr spät, aber immerhin das erste Mal eine Demonstration veranstaltet, als Hamburger Lesben- und Schwulenverband, und werden von der Polizei eingemacht, als wären wir Terroristen. Und das kam nicht gut an. Und gab es auch ein Echo aus der Bevölkerung dazu? Oder hat sich das dann so im Bereich von Abendblatt und Mopo abgespielt? Ja, also die Diskussion war damals eben halt über Zeitschriften, Rundfunk, hatten wir auch eine gute Presse. Und was die Bevölkerung dachte, konnten wir nicht so wissen, weil unsere Demonstration war ja nicht rechts und links von Tausenden von Leuten beobachtet oder dass die sich darauf gefreut hätten oder so. Und es gab keine sozialen Netzwerke, aus denen man heute ja sofort ein Feedback genau, kriegt. Aus denen man heute eventuell etwas sehen kann. Aber ist es aus deiner Sicht heute Segen oder Fluch? Genau, Segen, genau. Auf jeden Fall, wir hatten eine gute Presse, und dann wurde gleich gesagt, und was machen wir als nächstes? Mhm. Und das war die Sache mit diesen Spiegeln. Mhm. Erzähl gerne, das wissen, glaube ich, nicht alle, die hier sitzen. Also, ihr wisst jetzt, ach so, und Claudia, du könntest jetzt diese Dinger einfach mal rumgeben, ja. Okay, ihr habt das vorbereitet. Nein, okay. Claudia habe ich jetzt einfach, so. Okay, also es gab diese Toiletten, die Treffpunkte waren. Und einige von diesen Toiletten hatten ein verstecktes Zimmer, ein Beobachtungszimmer. In der Wand waren Spiegel, die nur an einer Seite durchsichtig waren, so wie man das von Verhören aus Fernsehfilmen kennt. So, denn dann ist doch immer, stehen doch immer, drin sind zwei und einer wird verhört und außen stehen sie dann und gucken durch die Spiegel durch. So. Genauso war das bei diesen Toiletten, die Treffpunkte auch für schwule Männer waren. Und dann wurde gesagt, wir werden jetzt die Dinger kaputt schlagen. Und das habt ihr dann gemacht? Das haben wir dann gemacht. Und es hat erst nicht funktioniert? Mindestens zweimal. Einmal auf dem Spielbudenplatz gibt es so untergeschossig eine Toilette. Da haben wir das erste Mal gemacht, und ich glaube, das war da, wo es nicht so gut geklappt hat. Dann war inzwischen klar, die Grünen gibt es und Corny Littmann wird Hamburger Spitzenkandidat. Und dann hat auch er gesagt, ja Mensch, ich bin dabei, ich mache mit. Und dann wurde dieser Spiegel von der Klappe unterm Rathaus zerschlagen. Im Beisein der Presse, und das hat dann ein bundesweites Medienecho genau. Tatsächlich Philipp ergegeben. Philipp Salomon von Du und Ich hat das Foto gemacht, und wir haben dann dafür gesorgt, dass das dann auch in der Presse bekannt wurde, und auch da haben wir wieder eine gute Presse bekommen. Wie viel Angst war da seinerzeit bei euch mit im Spiel, oder war da überhaupt Angst mit im Spiel, oder wart ihr so, dass ihr gesagt habt, wir sind jetzt so aufgebracht über alles das, was passiert ist, dass man da gar nicht drüber nachgedacht hat? Ich kann nur für mich sprechen. Hm? Wir waren sozusagen euphorisiert. Das war sowas wie,
Was wird dann ausgeschüttet? Adrenalin wahrscheinlich, nehme ich mal an. Wir fanden uns gut, wir fanden die Sachen gut, wir hatten Erfolge. Warum sollten wir jetzt viel Angst haben? Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch mal in die Situation der bürgerlichen Schwulen versetzen. Die, meinetwegen, du hast da in irgendeiner Firma eine mittlere Führungsposition und dann wirst du auf so einer Klappe erwischt und wenn es ganz schlimm kommt, dann kommt noch die Polizei in der Firma vorbei, überreicht dir das Hausverbot und solche Sachen. Ne? Dann ist klar, dann fühlst du dich ganz anders. Wenn du aber sagst, ich bin sowieso gegen diese Gesellschaft da, so wie sie jetzt ist, ich will was Neues, dann siehst du das anders. Du hast gerade nochmal die bürgerlichen Schwulen angesprochen. Wir haben das Motto Keep on Fighting Together. Ja. War das ein Kampf, den die Schwulen alleine ausgefochten haben? Oder gab es da auch darüber hinaus Beteiligungen, Bündnisse, wo man gemeinsam agiert hat? Ja, also wir waren ja von Anfang an für diese Demonstration der Hamburger Lesben- und Schwulenverband, mhm. also Männer und Frauen. Wenn man die Fotos sieht, sieht man auch viele Frauen da auf diesen Fotos von 1980. Und dann gab es, es gab unterschiedliche Gruppen, aber in den Parteigruppen waren es immer Männer und Frauen, aber wenig sensibel. Die Schwusos hießen Schwusos als Abkürzung für schwule jungen Sozialisten oder so ähnlich, irgendwie sowas, oder schwule Sozialisten. Und dieser Sprachgebrauch war wenig sensibel. Muss ich jetzt wirklich deutlich als Kritik anmerken, auch wo ich jetzt nochmal zur Vorbereitung diese alten Texte gelesen habe. Mhm. Und unsere Bündnispartner waren nachher tatsächlich für verschiedene Sachen alle möglichen. Also dann auch die Parteien, die wir durch unser Vorpreschen überzeugen konnten. Das MHC konnte ja auch nur entstehen, weil irgendwie Politiker aus dem Bezirk Nord gesagt haben, wir werden das unterstützen, dann muss ja auch das Geld bewilligt werden und so weiter und so fort. Hast du den Eindruck, das war damals leichter, als es heute ist? Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, nein. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, ich habe dich das letztes Jahr schon mal gefragt, bist du stolz drauf oder welches Gefühl hast du heute, wenn du diese 40 Jahre zurückblickst? Genau, wenn man so dem Ende seines Lebens entgegengeht. Na, das hat ja noch ein paar Tage Zeit. Dann fängt er auf jeden Fall, man möchte sich noch öfter mal erinnern. Und dann kann man sich an diese wirklich sehr ungewöhnliche Zeit erinnern. Ein vollkommen anderes Lebensgefühl als heutzutage. Eine Aufbruchstimmung, ein Drang, unkonventionell zu sein, was Neues auszuprobieren. Und das ist einfach schön, solche Erinnerungen zu haben. Wünschst du dir ein bisschen davon heute nochmal zurück? Nein, man kann nichts wiederholen. Man kann nichts wiederholen, aber ich würde sagen, dieses Politikkonzert, wo ist ein Punkt, wo wir die Diskussion in die Öffentlichkeit bringen? Also zum Beispiel, jetzt hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, es kommt auf jede Blutspende an, jede ist wichtig. Ne? Mhm. Aber schwule Männer dürfen kein Blut spenden. Mhm. So, dann wäre jetzt die Antwort eigentlich, eine Gruppe von 50 schwulen Männern zieht irgendwo hin, stellt sich auf und sagt, wir wollen Blut spenden. So, das könnte man heute auch noch machen und das hat Allgemeingültigkeit, so eine Art Politikkonzept. Danke erstmal, Wolfgang. Ja, danke. Und danke für... Danke auch für dein wirklich jahrzehntelanges Engagement, das ja bis heute anhält. Wolfgang, als die treibende Kraft hinter Pink Channel, so kann man das, glaube ich, sagen, du bist ja immer noch aktiv. Ja, okay, ich mache seit 1988 Bürgerfunk, hieß das damals, das müsste heute einen anderen Namen haben. Und erst im offenen Kanal und jetzt gibt es Tide und da kann jede und jeder kann dort sein eigenes Radio und Fernsehen machen und wir machen das als Pink Channel
Schon ganz lange. Ihr findet uns unter pinkchannel.net. Das war der kleine Werbeblock. Dankeschön.